Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück im verfluchten Andergast, würde ich sagen. Ich habe gegoogelt, was eine Yoruga ist. Und das ist eine Heilpflanze, deren Herkommen aus Nostria und Andergast ist. Ja, das stand noch dabei. Ich dachte erst, hä, bin ich nicht auf Wikipedia? Und dann gucke ich so in die Adressleiste. Ach nee, okay. Das ist also eine Pflanze, die erfunden wurde anscheinend. Eine Heilpflanze, okay. Dann muss das ja irgendwo draußen sein. Frage ist, wo? Vielleicht am Kräuterstand, aber... Verlassen. Krieg ich den auf? Ach, Tatsache. Und da ist doch vielleicht eine... Jetzt habe ich eine Parlamentärsflagge, die ich nicht brauche, weil ich den Seher töten werde. Okay. Hilda wird schon auf sich aufpassen. Ja, ich hoffe. Was ist das? Diese Wurzel hat überlebt. Aha. Noch was? Nee. Eine Wurzel. Eine Wurzel. Sag ich ja. Mal sehen. Pfahlgelbe Wurzel... Sellerieartige Blätter. Eindeutig eine Yoruga-Wurzel. Klasse! Und weißes Zeltdach. Jetzt habe ich eine Parlamente, die ich nicht... Ja. Kannst du das irgendwie... Ach, tatsächlich. Jetzt fehlt dem Banner nur noch eine rote Krone. Ah, ich weiß, was... Jetzt weiß ich, was Geron vorhat. Er braut das Mittel gegen die Krähen zu Ende mit der Wurzel... Schmiert dann die Flagge damit ein, weil die Krähen gehen ja voll auf das Wappen hier ab. Das Wappen der Stadt. Jetzt nur noch zusammenflicken. Genau. Die gehen ja voll darauf ab und greifen das sofort an und dann fallen die um, wenn die merken, oder wenn die dieses Gebräu mit zu sich nehmen, mit in sich einnehmen. Dann ans Werk. Erst die Krone, dann der Eichenzweig. Ich möchte auch ohne und Hände fertig ist das Banner. Ja, und das ganz ohne die Arme zu bewegen. Geron ist Multitalent. Ne, Olgiert? Auf jeden Fall machen wir das Gebräu jetzt erstmal fertig. So, Wurzel. Eine Yoruga? Ah, supi. Entzauberungsmittel. Fertig. Schön. Jetzt müssen diese biestigen Krähen nur noch damit in Berührung kommen. Au, heiß. Ach, Geron. Wie ich mir dachte, das ist jetzt darin getränkt. Kein Meisterstück, aber sein Zweck ist ja auch bloß in Fetzen gerissen zu werden. Das ist richtig. Ey, da findet man nur eine Sache und kommt sofort 3-4 Schritte weiter. Das ist fantastisch. Freue ich mich. War der falsche Weg. Hier will ich lang. So, dieses hübsche, improvisierte Banner-Flaggen-Ding kommt jetzt hier ran. Na komm, Geron. Dann hoch damit. Genau. Jetzt kommt Krähen, zerfetzt es. Und fall tot um. Das Burgvolk hat dein kleines Kunststück eben bemerkt, Junge. Der König will dich sehen. Vielleicht schöpft er jetzt neue Hoffnung. Na endlich. Okay, die Krähen sind nicht tot umgefallen, sondern entzaubert worden. War ja auch Entzauberungsmittel. Hallo König. Eine wahrhaft unglaubliche Geschichte, Vogelfänger. Und du sagst, der Rabe ist der Seher? Alle Tage kommt dieser Vogel zu mir und fordert den Reif des Verbrannten. Er wird Andergast in eine ewige Finsternis stürzen, so wie er es mit Noris Feenwelt getan hat. Du beweist Mut, dich nach deinem plötzlichen Verschwinden erneut vor deinen König zu stellen. Aber missbrauche nicht die Not meines Landes als Ausrede für dein eigenes Versagen. Diesmal werde ich nicht gehen, mein König. Ja, hier, ich habe die Krähen vertrieben. Nicht alles ist verloren.
Mit diesem Trank können wir die Krähen von ihrem Fluch befreien. Zu spät, Vogelfänger. Rache und Zorn blenden uns, wie einst, vor 13 Jahren. Vielleicht waren wir damals blind, nicht der Seher. Oh je. Sieh da! Oh Gott! Der König und der Vogelfänger. Ein Bild wie aus einem Märchen. Wo sind eure glänzenden Ritter hin, mein König? Erspare mir deinen Spott, Seher. Du bist enttarnt. Ihr glaubt dem Unglücksbringer? Was kümmert's mich? Ich habe die Schleier der Zeit zerrissen und Satinav selbst ins Angesicht geblickt. Das Schicksal eilt heran. Unaufhaltsam. Schon steht es in eurem Thronsaal. Genug davon. Was willst du? Ihr kennt mein Angebot, König Zornbold. Gebt mir den Reif oder stürzt mit den Trümmern eures Reiches in die ewige Finsternis. Entscheidet euch. Was soll es sein? Mein König. Schweig. Du willst meine Entscheidung, Seher? Du sollst deinen Reif bekommen. Eigenhändig werde ich damit deine Asche krönen, sobald du erneut und endgültig verbrannt bist. Nein, kleiner König. Das ist nicht das Ende, das ich sehe. Aber der Seher hat ihn König Zornbold genannt. Ist das nicht König Effadam? Wir hatten gehofft, es würde enden, als wir ihn verbrannten. Doch jetzt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Was, wenn seine Prophezeiung über dich wahr ist? Ja, Standfestigkeit, oder? Nori wird sterben, wenn ich sie nicht finde. Ob ich nun Unglück bringe oder nicht. Nichts wird mich davon abbringen, ihr das Leben zu retten. Deine Entschlossenheit verdient Achtung. Doch auch du bist nur ein Mensch. Erwarte keine große Hilfe von mir. Ach, König. Zu viele Männer habe ich bereits in den Tod geschickt. Majestät, gewährt mir Zugang zur Magierakademie. Das ist meine einzige Bitte. Die Akademie? Was erwartest du dir davon? Ich muss mit dem Feenforscher reden und mehr über die Zauberharfe erfahren. Du scheinst ein gutes Herz zu haben, Geron. Ich werde dir ein Schreiben geben, das dich als meinen Gesandten ausweist. Hab tausend Dank, mein König. Viel Glück, Vogelfänger. Ich hoffe, du kannst deine Freundin retten. Hoffentlich die ganze Welt. Wow. Die Krähen fliegen hier noch überall rum im Hintergrund. Okay, wir haben das Schreiben. Das ist schön. Jetzt können wir doch... Och, armer Ulfried. Jetzt können wir doch in die Magierakademie. Richtig. Ach, du bist es nur. Was willst du? Natürlich bin ich es nur. Ich bin der einzige Mensch, der hier rumläuft. Schaut hier. Ein königlicher Freibrief. Also, lasst mich rein. Nicht so voreilig. Tatsächlich. Das königliche Siegel. Also gut, Vogelfänger. Tritt ein. Aber ich merke mir dein Gesicht. Okay. Wir dürfen in die Akademie. Das ist ja unglaublich. Ein Menschenfreund sind wir. Das ist schön. Dort oben brennt noch Licht. Ob da Giacomo drin ist? Götterkreis. Was haben wir denn hier alles? Eine Tür. Götterkreis. Zugenageltes Fenster. Okay, was ist das? Was gehört dort hinein? Der Stab einer Sonnenuhr vielleicht? Loch im Boden, Götterkreis? Irgendwann hole ich alle Gebete nach, die ich auf dieser Reise versäumt habe. Aber erst rette ich Nori. Da kann man was reinmachen? Es wäre zu schön gewesen. Messer wohl kaum, Feuersteine auch nicht, Buch. Ja, dann nicht. Ich gehe hier rein. In der Akademie, Wandteppich, Schrifttafel, Tür.
Und hier geht's nicht weiter. Und hier wieder raus, oder? Hinter der Tür murmelt irgendjemand irgendetwas, aber ich verstehe kein Wort. Fest verriegelt. Hallo? Niemand macht auf. Da murmelt doch jemand hinter. Wieso macht da niemand auf? Fatum est in scriptum. Ja, wenn ich doch nur noch ein bisschen Latein könnte. Warum können Magier nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Das wäre toll, ne? Also ich hatte zwar Latein, war auch eigentlich recht gut, aber es ist so lange her, das vergisst man so schnell. Den Magiern sind wohl die Bretter zum Fensterzunageln ausgegangen. Ja, dann macht man einfach einen Teppich vor. Und nimmt ihn mit. Ah, ja, Geron, du machst ja Sachen. So wie die Bretter angeschlagen sind, halten sie doch nicht einmal Tauben ab. Spring rein. Hi. Okay. Mit der Heugabel, ehrlich? Ich glaube nicht, dass das eine Taube schafft, Geron. Und wir haben sie auch noch. Was? Ach du Scheiße. Tot, hoffe ich jedenfalls. Ich auch. Ist das ein junger Höhlendrache? Ach, es wird schon seine Richtigkeit damit haben. Geron, ich glaube eher, dass das ein Krokodil ist. Magierhut, Magier. Sonst ist hier nichts, ne? Doch eine Schrifttafel. Hallo? Was ist mit euch? All die Gesichter. Tausende Splitter. Hisinde, bewahre meinen Geist. Eius causa discimus. Eius causa discimus. Okay. Seine Augen sehen aus, als hätte er sie seit Tagen nicht geschlossen. Wow. Quod dei benevertant. Die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Eius causa discimus. Dei war Plural für Götter, das weiß ich. So viel Latein kann ich dann auch noch. Die Götter stehen dir bei, stand da, glaube ich. Und er hat genau das Gegenteil gesagt. Sind das Zauberformeln? Eius causa discimus. Was das heißt, weiß ich allerdings nicht. Habe nie verstanden, warum sich Zauberer freiwillig diese unförmigen Trichter auf den Kopf setzen. Ich finde die hübsch. Eius causa discimus. Eius causa discimus. Ist okay. Ich gehe dann mal wieder, ne? Freak. Ja, wozu ein Magierhut? Was willst du damit, Geron? Hier ist eine Tür und da kann ich nicht lang. Okay. Giacomo! Geron! Du lebst noch! Bei Satinavs ungetrübtem Blick. Ich war mir sicher, der Seher hätte dein Schicksal besiegelt. Der Rabe ist der Seher. Er hat Nuri. Aber ich war in ihrer Welt. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Hier bist du vorerst sicher. Ah, schön. Okay, Neuigkeiten des Feenforschers Nuri retten. Aha. Ihn können wir danach fragen. Er kann wohl Latein, aber ich gehe alles mal wieder nach der Reihe durch. Was gibt es Neues? Was willst du wissen? Alles. Wie ist es euch ergangen? Der Weg nach Andergast war beschwerlich. Vermaledeite Krähen und seelenlose Feenkreaturen. Aber schau her, ich lebe noch. Was ist mit eurem Bein? Ach, mich hat schon Schlimmeres gebissen. Soll ich dir von dem Feenzahn erzählen, den ich einst fand? Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, Giacomo. Ist schon geschwätzig. Sein Bein habe ich mir gerade gar nicht angeguckt. Machen wir mal gleich. Erkenntnisse. Habt ihr alles Wissen zusammengetragen, nachdem wir suchen? Tja, Magistra Dorota zufolge besitzt die Harfe große chaotische Macht, unbekannten Ursprungs. Sie scheint unzerstörbar und der Versuch, sie zu spielen, ist für Menschen tödlich. Ich habe das Gefühl, das ist kaum mehr als zum Anfang meiner Reise. Wisst ihr nicht noch mehr? Die Harfe ist nicht nur Quell der Krähenplage. Seit Nuri sie spielt, sendet sie uns einen nicht enden wollenden Krähensturm. Wenn ihr wirklich nicht mehr herausgefunden habt,
müssen wir wissen, wo die Harfe ist. Das hat die Magistra leider nicht verzeichnet.